Kennst du das Gefühl, wenn du deinen Kollegen, den du jahrelang schon mit auf Baustelle hattest, auf einmal eintauschst gegen jemanden, der vielleicht etwas besser ist oder vielleicht einfach nur besser erscheint? Im ersten Moment fühlst du dich vielleicht wohl und erfüllt, aber irgendwann mit der Zeit wird dieses Gefühl abnehmen. Du wirst deinen Freund, der dich jahrelang begleitet hat, vermissen. Also frage dich selbst vorher, bevor du so einen Schritt gehst. Ist jetzt die Zeit gekommen, um einen anderen Weg zu gehen? Und hier ist meine Entscheidung. Peace, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar geht es heute darum, ich habe mich anders entschieden. Und zwar geht es heute darum, warum bin ich wieder vom Festool zu Makita gewechselt. Aber wer schon ein bisschen hingehört hat, der konnte es schon raushören, denn Makita gehört einfach auf die Baustelle. Ich habe jetzt knapp vor einem Jahr das Festool Sysrock mit DRB Plus mit damals geholt bzw. eingetauscht gegen meinen Makita DMR 112, weil, wie wir auch im Video sehen konnten, wo ich die beiden Radios verglichen habe, dass das Festool besser klanglich ist und auch handlicher, weil es viel kleiner ist als das Makita, sowie auch leichter. Ja, und jetzt fragen sich einige, warum willst du denn jetzt wieder wechseln? Das ist doch das beste Radio, denke ich. Das Festool Sysrock hat einen Lautsprecher, der geradeaus zu den Menschen geht, beziehungsweise in die Richtung, wo man es hinstellt. Bei Makita ist es so, dass wir den Lautsprecher rechts und links haben. Das heißt, wenn wir in einen Raum sind, wo wir das Makita in eine Ecke stellen würden, würde sich der Klang wieder ganz anders verteilen im Raum. Und dann hat man auch eine wesentlich bessere Klangqualität, als wenn man es einfach so irgendwo hinstellt. Also die Richtung, in der die Lautsprecher zeigen, ist schon mal ein wesentlicher Faktor. Ich habe es schon vorher gesagt, die Entscheidung betrifft einfach den Namen an sich. Ein Makita gehört auf die Baustelle. Ich habe damals halt mich für das Festool Sysrock entschieden, um es einfach nur mal zu testen, um jetzt ein bisschen besser war, aber von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, hat mir, muss ich ehrlich sagen, mein Makita mir sehr gefehlt. Und natürlich hast du dann so einen riesen Klotz in der Hand, dein Radio, ja, und das Festool, das ist bloß so ein kleiner Würfel, aber man hat diesen großen Block, der Makita heißt, man liebt ihn einfach, ja, man liebt ihn. Er hat einfach seinen Platz auf der Baustelle. Es ist halt einfach ein Kollege, dann nimmt man schon mal den ein oder anderen Weg mehr auf, um doch mal extra loszulaufen, um das Radio zu holen und um den an seinen Arbeitsplatz zu stellen, damit man immer Musik hat. Also ich für mich muss sagen, ich habe das Makita wirklich vermisst. Und beim Festool Sysrock ist es so, falls ihr mal, wenn ihr das Radio besitzt, es sauber machen möchtet, weil vielleicht Farbe drauf gesprenkelt ist, seid bitte vorsichtig beim Display sowie auch bei dem Lautsprecher, denn ich habe meins versucht sauber zu machen und ich habe ein bisschen da schon schrubben müssen, weil natürlich Farbe auch hartnäckig ist und beim Lautsprecher hat man schon den silbernen Untergrund danach gesehen. Deswegen seid vorsichtig, denn es färbt schnell ab am Lautsprecher. Und das hat halt Makita geil gelöst. Hier kann man das Display wunderbar ablesen und nicht wie beim Sysrock. Das ist schon ein bisschen alles so schwerfällig. Und beim Makita, das lässt sich gut ablesen, gut einstellen, gut navigieren. Einfach geil gemacht, muss ich sagen. Aber das machen sie schon jahrelang gut, deswegen ist auch Makita eigentlich so gut wie auf jeder Baustelle vorhanden. Ansonsten, ich würde das Festool natürlich nicht schlecht reden. Es ist ein Top-Radio, es hat alles, was man benötigt. Aber mein treuer Begleiter wird immer ein Makita-Radio sein. Ich habe vor 14 Jahren meine Lehre für Maler und Lackierer begonnen. Und ich glaube, so im ersten bis zweiten Jahr ging es sofort los, wo ich mir mein allererstes Makita-Radio gekauft habe. Und seitdem bin ich treuer Makita-Besitzer gewesen. Und da hat es sich ein Platz im Herzen dann schon mal verdient. So, und viele sagen jetzt natürlich, ja, das ist ja alles schön und gut, aber das, was hier steht, das ist kein DMR 112. Und Freunde, da habt ihr vollkommen recht. Das sind die neuen Makita-Radios und zwar ist das hier das MR004G. Das sind die überarbeiteten Radios und davon gibt es einmal das MR003G, dann das
Was ich hier habe, das 004G und dann gibt es noch das 007 mit dem Submover. Bei den neuen Radios haben wir die Antenne im Griff. Ja, Freunde, ihr habt gehört, die Antenne verschwindet oben. Das nächste ist, dass das Akkusystem bei den Radios auch überarbeitet und erweitert wurde. Es gibt jetzt nicht nur noch 18 Volt Akkus, denn es gibt die sogenannten neuen 40 Volt Akkus, mit denen ihr die neuen Radios betreiben könnt. Ich aber nutze noch meine ganz normalen Akkus und die funktionieren mit 18 Volt und habe dadurch aber keine Klackeinbußen, denn der Klang ist mit 18 Volt und 40 Volt derselbe. Und die neuen Radios sind auch ein bisschen schnittiger, wodurch es einfach geil rüberkommt, einfach moderner, sportlicher und immer einsatzbereit für die Baustelle. Ansonsten hat man wie gewohnt einen AUX-In-Anschluss, einen USB-Anschluss, um sein Smartphone zu laden oder sonstiges. Und hinten im Akkufach hat man natürlich eine Buchse für die neuen Software-Updates, die von Makita bereitgestellt werden, um das Radio immer auf den neuesten Stand zu haben. Ansonsten, Freunde, hat sich an den Makita-Radios nichts geändert. Und ja, die anderen Features sind bekannt, dass man DAB hat, dass man das normale Radio hat, Bluetooth natürlich auch. Im Wesentlichen sind das alles kleine Änderungen, aber die haben die Radios natürlich wieder ein bisschen perfekter gemacht. Natürlich hätte man vielleicht noch eine USB-Schnittstelle für einen USB-Stick oder sonstiges irgendwo vielleicht hereinbauen können, aber keine Ahnung, warum sie das nicht gemacht haben. Für uns Gamer ist das immer wieder Feierabend. War einmal Soldat und ein Held, wenn dieser Spider-Man des Santos GTA und die Platz und ich meine Nennen irgendwo im Graben, wo Panzer über Feinde fahren, immer unterwegs. Für uns Gamer ist das Feierabend. Und jetzt, falls ihr auf den Trichter gekommen seid, Freunde, ihr wollt euch vielleicht doch ein Makita zulegen, habe ich jetzt für euch noch einen kleinen Trick, wie ich das immer mache. Schon jahrelang nehme ich das eigentlich für meine anderen Makita-Radios. Um das Radio zu schützen, nehme ich einen Kissenbezug, mache den um das Radio drumherum, damit es geschützt ist vor Farbe, Staub, Spritzwasser, alles. Ihr wisst doch, wie es ist. Ich möchte es einfach nicht gleich versauen. Ich will nicht gleich, dass ihr Korbe drauf kleckst oder schleift, ob hineinkommt. Es soll natürlich auch eine Weile halten. Die Maße von diesem Kissenbezug hier sind 80x40 und hier habe ich genug Platz, um ab und zu mal das Radio zu navigieren. Und es ist einfach perfekt geschützt und man kann es anheben jederzeit und es bleibt längere Zeit sauber. Wenn es um den Preis geht, ist natürlich wieder Makita vorne, denn es ist etwas günstiger als das Festivalradio. Das Sysrock habe ich damals für 180, 185 gekauft. Natürlich durch die Inflation ist er natürlich jetzt auch wieder gestiegen. Und bei Makita ist es so, dass das Radio im jetzigen Zeitraum um die 140 kostet. Also da spart man schon ein bisschen was. Und beim Ladegerät und Akku, natürlich wenn man jetzt kein 40 Volt Akku haben möchte, sondern bloß die 18 Volt. Selbst da ist das Ladegerät günstiger, aber auch die Akkus. Also alles im allen spart man da natürlich auch schon mal wieder eine Menge Geld. Jo Freunde, das war's mit dem Video. Das war jetzt die Erklärung, warum ich wieder von Festool zu Makita gegangen bin, natürlich vom Radio her. Und da sage ich mal ganz locker flockig, haut rein, bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Patrick. Haut rein, Freunde.